Mikro funktioniert. Ja, also ich begrüße dich ganz kurz. Hallo. Ja. Also jetzt Radio. Ja. Die Professoren haben Folgendes vor. Die wollen, dass da, wenn da vorne jetzt mein Hausarzt seine Praxis hätte, die wollen also in der Gesundheitsreform jedes Jahr 70 Milliarden plus machen, die wir fürs Klima dringend gebrauchen könnten. Und das würden die so machen, dass der Hausarzt in Zukunft freigestellt wird von all dem Papierkram, der ihm den Großteil seiner Arbeitszeit kostet. Und er bietet an kostenlose Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Präventionskurse allgemein, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, Gesundheitssportverein, Gesundheitsgemeinde könnte man sagen. Und der Präsident des Allgemeinen Deutschen Patientenverbandes, der Arzt Christian Zimmermann, schätzt, dass wir damit jedes Jahr 70 Milliarden plus machen können. Wenn wir es schaffen, dass davon 90 bis 95% ins Klima laufen, dann haben wir den Kohlestopp 2026. Allerdings nicht nur mit dieser einen Reform. Wir müssen schon die Ernährungsreform dazu nehmen und die Pflegereform und vielleicht noch die Arbeitsamtreform müssen wir noch dazu nehmen. Und dann kommen wir so auf diese 900 Milliarden in 7 Jahren. Wie klingt dieser Grundansatz für dich? Ist ja ein völlig neuer Ansatz, ne? Theoretisch klingt der natürlich gut, aber sehr schwer umsetzbar. Wo siehst du Probleme? Denn die Professoren haben 51 Jahre immer nach Schwachpunkten gesucht und haben versucht, für jeden Schwachpunkt eine technische Lösung zu finden. Aber wo siehst du Schwachpunkte? Naja, Deutschland ist ja verhältnismäßig ein sehr bürokratisches Land. Und ich kenne das auch durch meine Arbeit, dass halt jeder Arbeitsschritt dokumentiert werden muss. Und ich weiß halt nicht, wie jetzt zum Beispiel beim Hausarzt der Papierkram, soll der dann abgeschafft werden oder an? Ja, ganz grundsätzlich, vielleicht habe ich auch jetzt den Fehler gemacht, dass ich dir gar nicht gesagt habe, wie wird denn das Honorar errechnet? Es wird dann so errechnet, ohne Papierkram. Der Arzt braucht nichts mehr aufzuschreiben. Es ist dann so, dass das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, der Bundeswahlleiter, dem wir ja auch unsere Wahlstimmen anvertrauen, ja, dass der in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Krankenversicherungen, das hat ja 1000 Versicherte vielleicht, die ihn sich als Hausarzt gewählt haben, und die sind ja alle in verschiedenen Krankenversicherungen versichert, und dann errechnet die jeweilige Krankenkasse für diesen jeweiligen Hausarzt die Gewinnausschüttung, wenn ich zum Beispiel Monat für Monat nicht krank werde, nicht operiert werden muss, gesund bleibe und so weiter, kriegt er für jeden laufenden Monat für mich Geld ausgeschüttet, pauschal. Ja? Und wenn jemand schwer chronisch krank ist, kriegt er auch viel Geld ausgeschüttet, aber eher dann, wenn es ihm gelingt, die zu erwartenden Kosten zu untertreffen, dass seine Prävention, auch bei chronisch Kranken können wir kleine Verbesserungen immer erreichen. Und wenn er die erreicht, kriegt er dann richtig viel Geld. Also wird er interessiert sein, sogar möglichst viel Kranke zu haben dabei. Ja, also ich kann da folgen, aber ich frage mich trotzdem, wo die ganzen bürokratischen Aufgaben landen sollen. Also das muss ja auch alles politisch beschlossen werden oder von den Arbeitsabläufen. Also die Bürokratie findet in den Krankenkassen statt. Also mit denen hat der Arzt nichts mehr zu tun. Er wird quasi, wie wir das sagen, wissenschaftlich am Endergebnis gemessen. An unserem Gesundheitszustand wird die Wirkung seines Handelns gemessen, statistisch. Und es ist eben so, jeder Arzt hat ein paar schwer chronisch Kranke dabei und das wird auch gesichert, dass jeder neue aufnehmen muss, die schwer chronisch krank sind und so weiter, weil die Leute ziehen ja auch um und so weiter. Das wird alles geregelt, aber eigentlich hat damit der Arzt nichts mehr zu tun. Der ist nur noch im Kontakt mit Menschen und versucht, denen einen gesünderen Lifestyle zu vermitteln. Ja? Und die Aufgaben werden nicht aufgefangen von anderen Leuten, die das dann erledigen, sondern die werden einfach abgeschafft. Diese Bürokratie, so alles dokumentieren, alles beantragen und weil so weiter. Wir nennen das so das Kontrollieren im Vornhinein. Also wenn wir zum Beispiel, wir versuchen im Lebensmittelbereich zu kontrollieren, indem wir Untersuchungen machen, ob Glyphosat uns nun umbringt oder nicht. Ja? Das ist aber aus Sicht der Professoren der falsche Weg. Wir müssen das Endergebnis untersuchen. Wenn ein Händler, ein Lebensmittelhändler Glyphosat-Produkte anbietet und die Leute durchschnittlich häufiger Krebs bekommen als bei anderen Märkten wie Alnatura, die tatsächlich glyphosatfreie Nahrung anbieten, dann sieht man ja diesen Unterschied statistisch und daran kann man die Geldausschüttung bemessen. Ja, das stimmt. Aber die Studien müssen natürlich auch wissenschaftlich fundiert durchgeführt werden und das kostet wiederum auch Geld. Richtig, das kostet Geld, da entstehen neue Arbeitsplätze, ja. Und wir sind uns einig,
dass da die besten Statistiker der Erde dran arbeiten müssen im Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden. Das muss ausgebaut werden, das ist tatsächlich so. Vielleicht Außenstellen an jeder Uni. Ja? Und da müssen aber auch Kriminalbeamte en masse arbeiten, denn wir müssen ja auch in den Krankenkassen, also wir müssen auch mehr in den Krankenkassen drauf aufpassen, dass mit Daten kein Missbrauch getrieben wird. Denn im Moment ist es ja so, dass eine Krankenkasse eigentlich spekulieren könnte, oh, der hat viele Vorerkrankungen, können wir den nicht irgendwie loswerden? Und das, auch das muss man ja verhindern. Ja, was heißt verhindern? Ich finde es ja schon nachvollziehbar, dass eine Krankenkasse, die auch letztendlich Gewinn machen will, Kalkulationen anstellt, zum Beispiel wie hoch eine Prämie sein sollte. Aber wir sind uns doch einig, dass wir eine so solidarische Gesellschaft erhalten wollen, dass also quasi niemand von seiner Krankenkasse rausgeekelt werden darf, nur weil er chronisch krank ist. Ja, da sind wir uns einig. Das sehe ich auch so. Ja, und jetzt ist es also die Grundidee. Stell dir vor, neben dir liefe jetzt Greta Thunberg. Und dann wären hier 20 Journalisten, 30 Journalisten und die würden also im Prinzip darüber berichten, aha, hier wird diskutiert über den neuen Ansatz, den Kohlestopp 2026 zu erreichen und so weiter. Dann würde es überall diskutiert werden, in der Tagesschau berichtet werden, dann die Talkshows würden einladen dazu, alle Beteiligten sozusagen. Es wurde über alles diskutiert und nur erst, wenn, jetzt pass auf, die Frau Merkel würde sich natürlich erst rühren, wenn 60% der CDU-Wähler in allen Umfragen sagen, sie wollen diesen, der heißt nämlich Klima-Wirtschaftswunderplan, ne? Oder 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima. Ja, so, das sind die beiden Namen. Der ist von den Scientists for Future formuliert. Der ist von den zweiten Scientists for Future, also von der ehemaligen Bundesgesundheitsministerin, ja, und von 23. Das ist eine von den ersten abgekoppelte. Ja, wir hatten natürlich versucht, mit den Ersten zusammenzugehen. Ich habe selbst persönlich mit dem Gregor Hagedorn, das ist der Starter der ersten Scientists for Future, habe ich 4 Stunden telefoniert. Und er wollte nicht mit uns zusammengehen. Er meinte, es wäre noch erforderlich, Studien darüber zu machen, ob diese, wie diese 70 Milliarden zum Beispiel im Gesundheitsbereich, ob die so wirklich so kommen und so weiter. Und da sage ich, das ist mir zu vorsichtig. Wir haben es eilig, wir wollen schnell Ziele erreichen und ich bin ganz sicher, und wenn es am Ende nur 50 Milliarden pro Jahr sind, würde uns doch auch niemand umbringen, die ins Klima fließen würden. Also ich sehe das Problem hauptsächlich bei der Umsetzbarkeit, weil das sind ja politische Prozesse, die da in Gang gesetzt werden müssen und das dauert normalerweise immer sehr lange. Aber das dauert deswegen so lange, weil überall Bremskräfte sind, ne? Ja, das stimmt. Und wenn die Bremskräfte weg sind, haben wir das Problem nicht mehr. Wie soll man die Bremskräfte denn entfernen? Das ruht ja auf Prozessen, die quasi gesetzlich verankert sind auch. Ja, nee, vor allem beruht es auf Widerständen von Lobbyisten. Also denn wir müssen uns klar sein, also eins müssen wir uns klar sein, wenn die Pharmaindustrie in Deutschland etwas weniger Umsatz macht, dann wird die rebellisch. Da gibt es ein einfaches Mittel. Wir müssen sie entschädigen und auch wenn wir dafür ein bisschen von den Milliarden opfern, ja, wir müssen die entschädigen, wir müssen denen über diese Wende helfen, denn für Deutschland bedeutet das, dass sie nicht mehr ganz so viel Chemikalien, Chemotherapien bei Krebs verkauft werden können, die ein Riesengeschäft sind. Ja. Wenn die Leute gesünder sind, brauchen sie das nicht mehr. Und da müssen wir denen über die Brücke helfen, sonst schicken die ihre Lobbyistenarmeen und dann haben wir alle verloren. Weil Merkel hört auf die Lobbyisten. Merkel hört auf zwei Dinge. Wenn jetzt Greta Thunberg und in den Massenmedien riesiger Druck in Richtung dieser Reformen gemacht würde und dann gesagt würde, hier versprechen Sie doch mal den jungen Leuten in die Hand, dass Frau Merkel, dass sie das machen, dass sie von jeder Milliarde, die reinkommt, zwischen 90% und 95% fürs Klima verwenden, nach Entschädigung all derer, die sonst protestieren würden in der Gesellschaft. Und die Pharmaindustrie würde garantiert protestieren. Die Autoindustrie auch. Und deswegen müssen wir die mitnehmen. Also der Grundgedanke ist, wir werden nicht jede Milliarde komplett fürs Klima verwenden können, weil wir müssen entschädigen, sonst verlieren wir die und die schicken eine Lobbyistenarmee los und dann ist Schluss. Okay, jetzt nochmal für mich, fürs Verständnis, wie die Veränderung zum Beispiel bei den Hausärzten angestoßen werden soll. Also wie genau wird das passieren? Ganz praktisch wird das so passieren, dass diese Diskussion in den Talkshows beginnt und zeitgleich, sobald sich abzeichnet, dass die Stimmung der Bevölkerung für diese Gesundheitsreform kippt, ja, machen die Professoren kostenlos mit jedem Fernsehsender zusammen Unterrichtssendungen, wo man gemeinsam
gesunde Ernährung hergestellt wird, gesunder Sport gemacht hat. Wir haben sogar eigene Gesundheitssportarten, Volkssportarten entwickelt, so Gesundheitstischtennis und Gesundheitsbettetäsch auf dem Badmintonfeld und Tischtennisplatte, so mit linker Hand, mit rechter Hand, gesundheitsorientiert, verletzungsarm und so weiter. Alles fertig entwickelt und das würde alles kostenlos in den Fernsehsendern unterrichtet werden und gezeigt werden. Also jeder Arzt kann sich dann in der frei laufenden Zeit, na, wir haben jetzt schon lauter Sendungen im Fernsehen. Ja, dort nur. Schon viel Mist. Ja, aber in den Öffentlich-Rechtlichen haben wir schon hunderte, ich verfolge das Ganze seit Jahren, hunderte Sendungen, die sich so mit gesunder Ernährung beschäftigen und so weiter. Das würde jetzt nur perfektioniert werden und so richtig systematisiert werden. Und dann würden die Ärzte sich sozusagen in der papierkramfreien Zeit jetzt richtig einarbeiten, würden sich vielleicht noch eine Ernährungsberaterin in die Praxis dazu holen und dann geht's los. Okay. Ja. Und in den anderen Bereichen, die du eben angesprochen hast, wie sind da die Ideen, da Gelder einzusparen, auch die Prävention? Beim Ernährungssystem ist es so, dass wir verstehen in Zukunft, ohne der Händler, der wird ja erstmal gar nichts machen wollen. Wir verstehen ihn aber in Zukunft als Teil des Gesundheitswesens und schenken ihm einen Gewinnzuschlag, wenn die Leute, die mit ihrer Krankenversicherungseinkaufskarte in Zukunft bei ihm bezahlen, wenn die durchschnittlich gesünder werden als bei anderen Märkten zum Beispiel, ja, statistisch wieder sorgfältig untersucht, dann... Zum Beispiel in einem Biomarkt soll man mit seiner Krankenkassenkarte bezahlen. Ja, ich zahle ja jetzt schon manchmal mit, ich habe ja so 3 Karten und so weiter, ich bezahle ja jetzt schon vieles mit Karte. Und das würden wir dann typischerweise alles mit Krankenversicherungseinkaufskarte bezahlen. Und diese Daten würde dann allerdings nicht die Krankenversicherung bekommen, sondern nur der Bundeswahlleiter. Weil nicht, dass die Krankenkasse sozusagen sagt, ja, was kauft der denn da ein? Denn der darf ja in Zukunft weiterhin Alkohol, Schnaps, Süßigkeiten, Zigaretten, jeder darf alles machen. Der Bundeswahlleiter, das Statistische Bundesamt in Wiesbaden wird quasi die Datenschutzfestung in Deutschland, die also dann sozusagen die Daten entpersonalisiert, in Zahlen umwandelt und so weiter und nur noch statistisch über große Gruppen auswertet, haben diese tausenden Leute, die beim Rewe einkaufen, bei diesem Rewe-Markt, nicht bei allen Rewe-Märkten, sondern nur bei einem ganz konkreten Rewe-Markt, haben die bessere Daten, Entwicklungsdaten, entwickeln die sich gesünder als die beim Alnatura einkaufen. Oder umgedreht. Und dann werden diese Gewinnzuschläge ausgeschüttet und dann sagt jeder Händler, ja hoppla, ich will maximalen Gewinn mit meinem Markt machen, sonst stehe ich bei Rewe schlecht da. Und also werde ich versuchen, eine Gesundheitslandschaft aus meinem Markt zu machen, wo die ungesunden Sachen so in der Ecke stehen und das Gemüse und das Obst und das alles. Und ich werde meine Lieferanten auffordern, wenn wir noch eine Spur an Gift finden, seid ihr raus aus dem Geschäft. Ja? Also entgiftet eure Böden und so weiter. Und schon fängt die Pharmaindustrie an, Bödenentgiftungsmittel zu entwickeln und so weiter. Also erst die Gifte rein und jetzt wieder die Gifte raus. Neuer Job. Ja, das sind ja teilweise nicht nur neue Jobs, sondern auch neue... Ja, aber auch neue Probleme, wenn man über Klimawandel spricht. Weil wenn jetzt zum Beispiel eine Menge neue Daten angesammelt werden mit dieser Krankenversicherungskarte, mit der man einkauft, dann muss man die auch wieder speichern, die Server... Und schützen, mit Kriminalbeamten schützen. Natürlich auch, aber ich meine, das Ansammeln von Daten oder neue Technologien sind teilweise, glaube ich, auch nicht so nachhaltig, wie man vielleicht manchmal denkt. Ich frage mich das zum Beispiel auch immer, wenn ich mein Smartphone laden muss und auch Daten, die man ins Internet lädt, das wird ja alles auf irgendwelchen Servern gespeichert, die gekühlt werden müssen. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Ein anderer Punkt, den ich höre das übrigens auch immer wieder, nur ganz kurz dazwischen, ich höre das auch immer wieder, dass mein Computer wahrscheinlich auch unendlich Strom verbraucht und richtig ein CO2-Killer ist sozusagen. Ja? Nicht, aber auch viel. Aber für mich ist es so, die Antwort ist ganz einfach. Für mich als Mensch ist es viel schädlicher, wenn der Lebensmittelhändler ein Interesse daran hat, mir billigen Zuckerkram zu verkaufen und in jedes Produkt Zucker reinzuhauen und damit meine Gesundheit zu riskieren. Das ist für mich viel gefährlicher als die zugegebenermaßen hohen Aufwendungen für Datenauswertung. Allerdings kann ich dich vertrösten, weil diese Datenauswertung, da würden ja auch viele Universitätswissenschaftler mitarbeiten, die dort ihren Job dann auch bekommen würden. Denn so manche Studie, die gemacht wurde und finanziert wurde von irgendeiner Industrie, von der Zuckerindustrie, würde ja wegfallen, weil wir am Ende uns alle auf den Bundeswahlleiter verlassen würden und sein Team. Ja, es klingt sehr utopisch. Ich weiß nicht, ob das so umsetzbar ist, weil letztendlich werden, glaube ich, viele Studien und auch
eigentlich unabhängige Forschungszentren dann vielleicht korrumpiert von Lobbyisten oder ne, belagert oder was auch immer. Ich weiß, deswegen also, spreche ich von den Kriminalbeamten und den hohen Strafen. Also stell dir vor, jemand fälscht die Daten und erzeugt damit viele neue Krebskranke, weil einfach die Daten in die falsche Richtung führen, zum falschen Händler führen, zum falschen Restaurant führen und zum falschen Arzt führen. Ja? Dann würde er ja Kranke erzeugen. Das ist ja eigentlich ein indirekter Mordversuch oder Körperverletzung. Ja? Und entsprechend muss da auch darauf gewacht werden. Also das muss man schon auch juristisch verankern. Ja, ja, aber dementsprechend sind diese Umwälzungen, die brauchen so viel Personal und auch neue Reglementierungen. Zum Beispiel ein Thema ist ja auch immer, wie sehr wird irgendwas kontrolliert, ob jemand jetzt wirklich seine Arbeit gut macht und so weiter. Also deswegen, also vielleicht abschließend kann ich das da somit sagen, wünschst du dir, dass dieses aus meiner Sicht so teuflische, mörderische System einfach so weiterläuft und weiterhin Kriege produziert, weiterhin Krankheit produziert, weiterhin die Umwelt zerstört? Und das sage ich für mich, ja, das andere ist auch teuer. Aber es ist viel billiger, als dieses Mördersystem laufen zu lassen. Ja, da stimme ich schon teilweise zu. Ja, ja. Aber womit ich ein bisschen ein Problem habe, bei dem ganzen Gespräch, was wir jetzt hatten, ist, das zentriert bis jetzt so auf die Gesundheit des Menschen. Ja. Und mir sind aber auch ganz andere Sachen wichtig. Mir sind zum Beispiel auch die Gesundheit von anderen Lebewesen ist mir wichtig. Oder die Konsumentenhaltung von Leuten, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Und wenn... Also jetzt es beginnt jetzt ja schon damit, wenn wir die Bienen umbringen, bringen wir uns auch selber um, zum Beispiel. So, und jetzt, wir haben jetzt viel über das Gesundheitssystem gesprochen, dann machen wir die Leute gesünder und älter, aber damit lösen wir das Grundproblem nicht. Ich könnte sogar sagen, dass der Mensch so alt wird und vor allem auch, dass es so viele Menschen gibt, ist letztendlich auch klimaschädlich. Ist richtig, aber trotzdem wollen wir die von Professor Sven Völpel skizzierten 127 Jahre gesunde Lebenserwartung, die in unseren Genen stecken, auch tatsächlich ausleben. Er sagt, also wir können nicht 130 werden oder 140, aber 127, dem können wir uns gut annähern. Und wir sind jetzt bei 80 ungefähr. Ja? Das ist auch ganz schön problematisch, auch auf verschiedenen Dimensionen. Weil wenn man von einem Rentenalter von 67 ausgeht, dann hat man 60 Jahre, wo man nicht arbeitet. Also das ist für eine Gesellschaft nicht tragbar. Deswegen gilt so die Formel, die ich für mich gesetzt habe, ich werde nie aufhören zu arbeiten, weil die Okinawas auf Japan, ja, die in Südtirol, die sind deswegen massenweise bis vor einigen Jahrzehnten 110 geworden, weil die den ganzen Tag an der Arbeit mit dabei waren, im Sozialleben dabei waren, mitgelebt haben und deswegen 115 geworden sind, weil sie an allem dabei waren und nicht aufgehört haben. Wer rostet nicht nur, der stirbt. Ja, da habe ich auch schon zugelesen und dann finde ich auch, klar, ist ein Punkt. Aber was ich letztendlich sagen will, ist, ne, wenn wir mehr Menschen werden und die dann noch älter werden, dann ist das Grundproblem, denn bei dem Grundproblem geht es um unsere ganze Erde, nicht nur um die Menschen, immer noch nicht gelöst. Und wir müssen, wie du eben richtig angedeutet hast, wir müssen diese freiwillige Lösung, dass jemand sagt, ich kriege meine Rente, aber ich will trotzdem noch im kleinen Rahmen weiterarbeiten, für meine Gesundheit und für mein in der Gesellschaft bleiben, ja, das müssen wir ganz locker zulassen. Bis jetzt haben wir da Barrieren sogar oft gebaut. Ja. Wir müssen es zulassen, dass jeder so lange arbeitet, wie er Lust hat. Aber auch das setzt wieder ganz große Umwälzungen voraus, weil ich glaube, mindestens mehr als die Hälfte der Leute mit ihrer Arbeit unzufrieden ist. Und die sind dann froh, wenn sie in Rente kommen und ihre Ruhe haben. Sprich, man müsste auch Jobs, aber auch Arbeitsbedingungen schaffen, dass die Leute Arbeit nicht als lästig empfinden, sondern als sinnstiftend. Also auch da haben wir viel zu tun. Ja? Also das heißt, wir haben wirklich viele Aufgaben vor uns, aber meine Devise lautet eben, der größte GAU, größte anzunehmende Unfall, der größte GAU für mich wäre, dieses System weiterzulaufen zu lassen. Und natürlich haben die Professoren, werden sie an vielem feilen müssen. Aber ich finde diesen Grundansatz, Profite zu koppeln an vorher bewiesene Gesundheitsförderung, Lebensqualitätsförderung, Friedensförderung und so weiter. Wir haben ja jetzt nur über eine von 20 Reformen gesprochen. Den Ansatz halte ich halt für wertvoll. Den Ansatz, ja. Aber wie ich auch eben schon ein paar Mal gesagt habe, die Umsetzung ist sehr, sehr schwierig. Da müsste man sehr viele Leute für mobilisieren. Und ich darf dazu sagen, dass die Leute 51 Jahre gearbeitet haben. Zum Beispiel ich selbst habe mein ganzes wissenschaftliches Leben auch daran gearbeitet, habe 7 Bücher darüber geschrieben. Also das heißt, wir sind da ganz gut, also wir sind gut trainiert. In 51 Jahren, das ist sowas wie eine Fähigkeit,
an einer Gesellschaft wie an einer Skulptur so zu feilen, bis sie am Ende in völliger Schönheit und Hochglanz erstrahlt. Und das, diese Kompetenz haben die 24 Professoren. Okay. Ich kann nur sagen, aber ich sehe auch, was du sagst, nämlich, das ist erstmal nicht leicht, aber daran haben die Professoren 51 Jahre gearbeitet, dass sie sagen, Frau Merkel, wir können das. Ich kann nur sozusagen euch allen Mut machen. Wir packen das. Ja, wir würden das packen. Ihr müsst nur auch den Mut haben zu sagen als junge Leute, okay, dieser Ansatz, 900 Milliarden fürs Klima in 7 Jahren, da sollten wir alle mal drüber diskutieren und dann mal vielleicht eine Pressekonferenz machen mit Greta und das Ganze in die Diskussion werfen. Und wenn die Gesellschaft sagt, nein, das schaffen wir nicht, das ist zu kompliziert, dann haben wir es wenigstens versucht. Ja, es wird ja schon viel diskutiert. Aber über den Ansatz noch zu wenig. Gerade haben mich die jungen Leute angesprochen und haben gesagt, ja, wir sollten es eigentlich noch mal intern noch länger diskutieren. Wir haben erst eine Stunde Gespräche mit der Leitung Köln zum Beispiel jetzt hier. Darüber muss man tagelang diskutieren. Zum Schluss kann ich dir nur eine traurige Nachricht noch sagen, die mich traurig macht. Die Professoren sagen nämlich, jetzt haben wir 3 Monate, sind wir so ein bisschen den Fridays for Future und der Greta hinterhergelaufen. Jetzt sagen die haben nämlich mit Professor Sinn, also kennst du Professor Hans-Werner Sinn, der berühmteste Volkswirt Deutschlands, Leiter des IFO-Instituts bis vor kurzer Zeit und hat gerade an der Uni München einen Vortrag gehalten, wo er sagt, dass wir jetzt gerade Deutschland auf dem Weg ist, erstens stagniert gerade unsere Wirtschaft, bremst sich ein. Und wir, sagt Frau Merkel, wird nicht drumherum kommen, eine sogenannte Transferunion mit, das würde auf Deutsch bedeuten, dass die Steuerzahler tief in die Taschen greifen müssen, um Italien, Griechenland, Spanien und eventuell Portugal dauerhaft zu alimentieren, so wie wir jetzt jedes Jahr 60 Milliarden in die Ex-DDR alimentieren, damit die Leute überhaupt was zu essen haben, weil sie kaum Arbeitsplätze haben und so weiter. Genauso müssten wir jetzt dann in Zukunft, und Professor Sinn sagt dann leider auf Dauer, weil es gibt volkswirtschaftliche Mechanismen, die dazu führen, dass sich dann in Italien keine nennenswerte neue Wirtschaft mehr ansiedeln wird. Auf Dauer müssen wir quasi als Transferunion quasi, wir würden quasi den Sozialstaat Europa eröffnen und daran käme jetzt Frau Merkel nicht mehr drum rum, weil sie schon so viele Milliarden in diese Richtung gegeben hat, dass sie jetzt, wenn sie jetzt zurückziehen würde, alles auch so viel mehr noch verlieren würde, außerdem würde dann Europa auseinanderbrechen. Ja? Und deswegen sagen die, da fließt jetzt dann in Zukunft ganz viel Geld nach Italien, Griechenland, Spanien und zwar auf Dauer. Und das müssen Norwegen, Schweden, Deutschland, Frankreich ist zu schwach, um das selbst zu erwirtschaften. Frankreich steht in der Mitte, steht auf dem halben Weg zu Italien. Das heißt, dass also die reichen Länder des Nordens und Norwegen, woher hat er sein Reichtum? Aus Öl und Gas. Nur aus Öl und Gas. Die haben sonst nichts außer Öl und Gas. Ja? Und das heißt, die sind CO2-relevant. Ja? Und nur diese Länder müssen dann im Prinzip die südlichen Länder finanzieren, so wie wir jetzt die DDR finanzieren. Und das würde bedeuten, dass die Professoren sagen, ja okay, wir gehen jetzt an diese armen Länder ran. Nur das Dilemma ist, wenn die Gelder generiert werden mit Reformen bei denen, ja, dann stecken die dann natürlich nicht in den Klimaschutz, sondern machen erst ihre Armut mal weg. Ja. Und das macht mir jetzt Sorgen. Das heißt, ab Montag fangen die Professoren da an, mit den Botschaften der armen Länder der Welt zu telefonieren. Denn sie sehen jetzt das Dilemma, Deutschland ist zu reich, bewegt sich nicht. Also deren Problem ist jetzt, Deutschland ist so reich, dass wir haben jetzt mit dem Büro von Frau Merkel gesprochen, wir sprechen mit all den Politikern und Politikerbüros, aber Deutschland ist so reich, dass sie sich nicht bewegen. Und das wäre halt schade. Also von daher, ich bin mal gespannt, ob das morgen, wenn das so offene Bühne ist, am Sonntag war das? Sonntag? Open Mic. Nochmal zu dem, was du jetzt gerade besprochen hast. Was ist jetzt genau... Ja, meine Sorge ist, dass die Professoren das Angebot mit dem 900 Milliarden Euro Plan einfach stoppen irgendwann und stattdessen Italien reformieren. Okay. Und praktisch Italien reformieren, sodass Italien aus der Armut rauskommt. Nur, ich kann mir schon, das würde mich dann wieder traurig stimmen, nämlich weil dann Italien garantiert, weißt du, wer da in der Regierung ist im Moment?
In Italien regiert die AfD. Rechts. Die italienische AfD regiert da. Und das heißt, die würden keinen Cent ins Klima stecken. Und das fände ich schade. Und deswegen, ich weiß ja auch nicht, vielleicht klappt das ja auch gar nicht. Auf jeden Fall werden die Professoren, haben sie mir mitgeteilt, ab Montag telefonieren die mit den Botschaftern der ärmeren Länder der Welt. Weil Deutschland ist offensichtlich zu reich. Wenn man so reich ist, hat man auch viel zu verlieren durch eine Reform. Ja? Und wenn man so reich ist wie Deutschland, vielleicht ist da auch so ein Punkt, dass die Beweglichkeit größer ist, wenn ein Land arm ist. Könnte sein. Kann sein. Dann. Was ist mit Beweglichkeit genau gemeint? Ja, Beweglichkeit. Dass zum Beispiel jetzt, dass Tunesien sagt, okay, eine ehemalige deutsche Bundesministerin würde es kostenlos zu uns kommen und uns helfen mit ihrer Mannschaft, ihrer Professorenmannschaft. Vielleicht sollten wir nicht so hochnäsig sein, dass wir als armes Land das ablehnen. Ne? Und während das ja bis jetzt die Parteien nicht abgelehnt haben, übrigens jeder Politiker, mit dem ich spreche, sagt, tolles Konzept, tolle Idee, muss ich nur gucken, dass ich in meiner Partei dafür eine Mehrheit finde. Und das finden die da nicht. Ja? Also auch die Grünen haben mich angerufen. Nur mal eine Frage. Ja. Flexibilität. Meinst du jetzt, wenn in Tunesien quasi die zugesagt bekommen, da findet jetzt Subvention statt oder wie auch immer? Ne? Nein, durch die Reformen machen wir in Tunesien ein kleines Wirtschaftswunder. Das wäre das Versprechen. Durch Reformen, die wir in Deutschland umsetzen? Nein, die wir in Tunesien umsetzen. Das heißt, die ganze Mannschaft... Eine eigene Regierung. Ja, also das ist ja gerade, die Botschaften werden ja angesprochen mit der Aussage, dass die Professoren kostenlos, anstatt für Deutschland zu arbeiten, kostenlos für Tunesien arbeiten würden. Und dort sozusagen... Deswegen bin ich ja auch nicht so glücklich mit dieser Nachricht. Also für mich ist ja diese Nachricht nicht so toll, weil das ja faktisch bedeuten würde, dass dann die Professoren für Tunesien oder Italien arbeiten, aber nicht mehr für Deutschland. Denn wir können mit 24 Professoren kannst du nicht zwei Länder reformieren zu einer Zeit. Das geht nicht. Das geht rein von der Manpower her nicht. Ja? Ja, wir brauchen unsere guten, besten Leute dann da unten in Italien und die müssen halt dann da hinreisen. Aber das haben sie ja auch zugesagt. Deswegen sind sie ja Mitglied dieser zweiten Scientists for Future. Ja? Und nö, ich sage das nur, weil mich das selbst bedrückt, dass ich das schade fände, wenn wir hier in Deutschland keine Lösung finden. Denn bis jetzt ist es so, die Grünen haben uns angerufen, mit mir zwei Stunden geredet und haben gesagt, sie sind begeistert von diesem Ansatz, besonders weil auch Grundideen dieses Ansatzes ja auch bei den Grünen entwickelt worden waren. Ja? Aber zum Beispiel diese Gesundheitsreform wurde von der Heinrich-Böll-Stiftung, und zwar der Fachkommission Gesundheitspolitik, dort nachvollzogen. Die ist zwar nicht so gut, deren Konzept ist lange nicht so gut wie das der Professoren, aber es geht in genau die gleiche Richtung. Honorierung für Prävention. Ja? Also für Prävention. Ja, und abschließend kann ich nur sagen, ich fände es halt besser, wenn es in Deutschland zur Wende kommt. Und ich kann nur hoffen, dass wir wirklich immer mehr ins Gespräch kommen und dass irgendwann Greta Thunberg hier steht und sagt, Pressekonferenz machen wir. Wir stellen das mal in Deutschland zur Diskussion. Und meine Erfahrung ist, du weißt, Merkel ist noch 2 Jahre Kanzlerin, gell? Fast. 21, ne? Ja. 2 Jahre Kanzlerin. Und sie wird sich nur rühren, wenn es in den Medien heißt, Greta Thunberg hat uns jetzt hier die zweiten Scientists for Future mitgebracht und deren 900 Milliarden Euro Plan fürs Klima. Das sind so Aussagen, da kann ich nicht zustimmen, weil ich mir nicht anmaße, darüber urteilen zu können. Das weiß ich halt wirklich nicht. Also so, ich sehe, also, im Moment sind ja zum Beispiel auch in der CSU, Söder hat ja auch jetzt in der letzten Woche ein paar Sachen gesagt in Richtung Klimaschutz. Ne? Also Lippenbekenntnisse haben wir überall. Die Wissenschaftler gucken nur auf die Taten, auf die Fakten. Und Fakt ist, dass Frau Merkel 80 Milliarden zugesagt hat, das würde der Kohlestopp 38 kosten. Und diese 80 Milliarden ist die einzige Realzusage, die sie gemacht hat. Und Kohlestopp 26 kostet viel mehr, weil dann die Kohlekraftwerke noch nicht so alt sind, die müssen höher entschädigt werden und schon bist du bei höheren Summen. Wir schätzen übrigens die ganze Wandel, die Kohleindustrie bis 26 umzustellen auf erneuerbare Energien und denen über den Weg zu helfen, Richtung Sonne, Richtung Wind und so weiter, Richtung Speicherkapazitäten und so weiter. Wir schätzen das Ganze auf locker mal 450 Milliarden.
Von den 900 wären dann schon die Hälfte weg. Und den Rest hätten wir für die anderen Ziele. Ja, ja. Aber gut, wir schließen es ab. Ich kann nur hoffen, dass wir das in Deutschland hinkriegen. Allerdings wäre ich auch als Wissenschaftler natürlich, wenn dann sagen würde, Italien ruft uns, dann gehen wir nach Italien. Ja. Da setze ich mich in Zug und fahre nach Italien. Okay. Und breche meine Zelte hier ab. Ja. Und mache dann Reformier Italien mit den Professoren zusammen. Hm.